Spaß macht jetzt bei euch. Jetzt rennen wir ein bisschen. Jetzt kommt das hier, gucken Problem, Sie mal. Es geht ja um Workout. Angie hat gerade was ganz Wichtiges gesagt und wir haben in dieser DVD genau den richtigen, wirklich rundum Wohlfühlgefühl nicht, ja. Und das, nicht beschreiben. Und das ist wirklich, also wir leben beide nach diesem Zitat, mhm. Und das ist wirklich die Wahrheit. Ne? Also das ist, wenn man einfach sagt, okay, eine Veränderung muss stattfinden drücken und dann fängt Detlef an mit seinen wunderbaren Sprechen über einen Erfolg. Da sollten wir vielleicht nachher wir auch, mal, ja, auch mal reinhören. Das machen wir, denn wir sind nicht die Einzigen, die schon vorab probieren durften. Auch viele von Ihnen haben schon mitgemacht. Wir schauen mal, was diejenigen, die schon mitmachen durften, zu Body and Mind sagen. Die Dame, die gerade ihre Meinung dazu gesagt hat, was sagen, das ist eine Ärztin. Mhm. Und sie hat dort im Robinson Club in Nobilis noch zu uns gesagt, hör auf, wir gehen ins erste Workout. Eigentlich müssen wir uns ja nur angucken, was du gemacht hast in den letzten Jahren. Das stimmt. Das ist ja irre. Das müssen wir auch gleich mal zeigen. Viele werden dich noch kennen von so. Den ersten Staffeln der Popstars. Ja. Und da war ein bisschen mehr auf die Rippen. Und jetzt sind genau das berücksichtigt. Und jetzt fangen wir an zu jetzt arbeiten, müssen oder? Wir anfangen, denn wir nähern uns hier den letzten Stückzahlen. Das ist die letzte Show Body and Mind heute. Die letzte volle Show. Ist bald nichts mehr da. Und sie konzentriert vorher, dass quasi losgeht im Workout. Und das wird immer wiederholt durch den Workout. Zum Beispiel jetzt machen wir Wasser. Da gibt es immer wieder diesen Atempausen. Genau. Und jetzt gehen wir gleich in die Bewegung rein. Wir gehen tief. Und jetzt haben wir wieder diese Schlingentechnik. Das heißt, wir trainieren flachen Bauch, schlanke Taille. Im Studio etwas lauter haben. Unbedingt. Genau. Viele machen schon seit heute Morgen um 8 mit, und zwar in jeder eurer Stunden. Das stimmt. Ich habe um 8 reingeschaut, ich habe um 13 Uhr reingeschaut. Nicht ganz sehr so schnell, Angie, du bist ja unterwegs wie ein Formel-1-Auto. Ja, und Angie, wenn du das intensiver spüren möchtest, dann zieh mal den Bauch am Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Aber du und siehst gut aus dabei. Merken wir, ja, dann spüren wo merken wir das wo tun wir was? Das zeige ich gleich. Genau. Kurzes Break. Jetzt können Sie wieder atmen, jetzt können Sie sich erholen, liebe Zuschauer. Wo spüren wir das? Vor allem in der Rumpfmuskulatur. Was wollen wir haben? Flachen Bauch, schlanke Taille. Und durch diese Schlingenbewegung trainieren wir hier auch die Beine trainieren. Und jetzt geht's los in die andere Richtung. Machen Sie mit, wir ziehen das nochmal durch. Zack. Mal, Angie ist richtig unterwegs. Hier, guckt ihr das mal an. Und wenn man versucht, richtig ganz dabei. Gerade die Beine einfach ruhig zu halten dabei, dann wird man noch intensiver in die Übung reingehen können. Machen Sie eine kurze Pause, denn dafür ist Body and Mind da. Eine Minute Anspannung, 20 Sekunden Entspannung. So, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Innere Balance und Motivation, einfach positiv durchs Leben zu gehen. Manchmal denken die Leute so ein bisschen von uns, okay, die sind aber Rosamunde Pilcher-mäßig drauf, immer als fluffy. Herrlich. Aber wir leben das, weißt du? Und wenn irgendwann auf der Straße jemand zu uns kommt und sagt, wisst ihr was? Ich lebe Body and Mind. Willst du machen? Also ich nenne uns jetzt Rosamunde Pilcher-Team hier. Ja? Toll, ich mache gerne mit. Wir sind bei fast 12.600 Bestellungen. Ganz herzlichen Dank. Und die Frau Hansel ist in der Leitung. Hallo Frau Hansel, guten Abend. Hallo Frau Hansel. Hallo, guten Abend zusammen. Hallo. Frau Hansel, haben Sie sich gerade Body and Mind bestellt? Jawohl, das habe ich gerade getan, nachdem es mich wirklich so absolut positiv angesprochen hat, aus dem ganz einfachen Grund. Je größer wird, aber bitte zur richtigen Zeit. Ja, selbstverständlich. Frau Hansel, wann ist es soweit? In 3 Wochen. Wow, drei Wochen wir haben wir jetzt noch und ja, wenn alles gut geht. Toll. Ja, also mit Body and Mind. Willkommen in der Body and Mind Gemeinde. Und rufen Sie danach gerne mal wieder an. Wir sind sehr gespannt. Ja, das mache ich gerne. Schön, dass wir Sie ansprechen konnten. Wenn ich die ersten Erfahrungsberichte habe. Wunderbar. Gerne. Freuen wir uns sehr. Ganz liebe Grüße, Frau Hansel. Alles Gute für Sie, für die Geburt, für die kleine Maus. Ja. Und Dankeschön. Glück und Gesundheit. Tschüss. Ja. Schönen Abend noch zusammen. Tschüss. Danke ebenso. Aber tschüss. Das muss ich auch sagen, Angie, nach dem Geburt von unserer gemeinsamen Tochter, meine Kleine zu Hause, hoffentlich schläft sie. Nee, das geht natürlich nicht. Und deshalb habe ich mir echt auch, sagen wir mal so, ungefähr 6 Wochen nach der Geburt, ja, habe ich mich langsam wieder rangetastet, was Training angeht. Und das ist funktionelles Training. Und wenn meine Tochter so lieb war und ein bisschen geschlafen hat, habe ich gesagt, na gut, jetzt... Na, vor allen Dingen überlegen Sie mal, wir sind jetzt bei über 13.300. Viele von Ihnen sind jetzt schon angesteckt. Da falle ich gleich um. Das ist die letzte volle Show Body and Mind. Also wenn Sie jetzt nicht zuschnappen, dann verpassen Sie wirklich eine Neuheit bei QVC. Und Sie verpassen vor allen Dingen, was richtig Tolles für Ihren Körper zu tun. Es geht ja nicht nur immer um Abnehmen. Es geht ja vor richtig allen Dingen auch darum, dass wir sagen, Mensch, wenn wir so auf den Bauch fassen oder in die Taille oder auch mal auf den Oberschenkel, Oberschenkel, Popo, das fühlt sich alles gut an. Ja.
knackigen Po wollen wir sowieso. Aber vielleicht darf ich dann jetzt noch mal sagen, was kriegen Sie eigentlich nach Hause, wenn Sie vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben? Das ist was ja kommt nicht da mal eigentlich? Ein Betrag. Wir hören mal in die Motivations-CD rein. Die habe ich auf dem Weg hierher auch wieder im Auto gehört. Das ist so schön. Die ist gut, hören oder? Sie mal mit. Steht ein Traum. Der Traum kann ein Tagtraum sein. Es kann ein Traum in der Nacht sein, aber es ist ein Zeichen aus dem Unterbewusstsein, dass du dich nach etwas verzehrst. Du kannst deine Träume lebendig werden lassen. Sprich mit anderen Menschen über deinen Traum. Das ist der erste wichtige Schritt. Dadurch, dass du ihnen Worte fasst, wird er schon ein Stück greifbarer. 7 Body and Mind zum ersten Mal bei QVC, heute beim großen Workout-Tag. Vielleicht sind Sie auch nicht jemand, der sagt, ich gehe gern joggen oder ich gehe gern ins Fitnessstudio, aber Sie wollen was tun. Das Tolle ist... Das ist das Richtige. Ja, das Tolle ist, dass, falls man auch sagt, ich möchte gerne anfangen zu trainieren, aber ich habe keine Lust, im Fitnessstudio zu gehen, weil ich mag nicht beobachtet zu werden. Wenn man nicht die beste Körpergefühl hat, ist... Laune mit, sondern ihr bringt auch noch schönes Wetter mit auf euren DVDs, das ist das, oder auf der DVD, das ist das Schöne, denn das Ganze ist ja, wie du vorhin erzählt hast, im Robinson Club gedreht, genau. Und bei herrlichem Wetter, ihr habt dort Urlaub und Workout gleichzeitig Richtig. Gemacht, auch die Menschen, die mit euch dort waren, hatten die Chance schon mal mitzumachen. Wir gucken noch mal rein. Das ist toll, weil es waren wirklich ganz, ganz tolle Kommentare, die auch gemacht wurden. Nichts ist schlimmer, als wenn man sich da schon hinquälen muss und dann verbissen mitmacht und am Ende nach Hause fährt und denkt, naja, das hätte ich mir auch sparen können. Ich habe sowas für den Körper gemacht, aber irgendwie geht es mir jetzt auch nicht besser. Seien Sie ehrlich, die Jahreszeit wird nicht besser. Also sagen wir mal, das Wetter wird nicht... Folgendes, ich möchte gerne einmal, oder wir nehmen erst Frau Kowalczyk rein, weil ich möchte gerne einmal springen zum Workout Erde. Vielleicht können wir das anlegen, Workout Erde. Liegt und vor. Vorher sprechen wir mit Frau Kowalczyk. Wie geht's Ihnen denn? Ja, danke. Gut. Guten Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind heute Abend. Frau Kowalczyk, Sie haben eine Frage, habe ich gerade schon aus der Redaktion gehört. Ja, genau. Er ist ganz begeistert von diesem tollen der Premiere. Danke schön. Und auch bin sehr, sage ich mal, sportbegeistert. Ich sitze leider jetzt im Rollstuhl. Ja. Okay. Ich würde gerne Herrn fragen, wie ich einige Übungen aus Ihrem Programm für mich gestalten kann. Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal wissen Sie was? Ich möchte Ihnen mal all meinen Respekt aussprechen. Ich finde es so toll, dass auch in so einer Situation, wo man ganz andere Herausforderungen noch zu bestehen hat, als einfach nur über den Tag zu kommen, zum ganzen Körper, damit wir nicht anfangen zu humpeln, Angie, gehen wir noch mal auf das andere Bein. Richtig. Gerne. Und machen es auch gleich noch Seiten. Mal. Genau. Ja? So. Du natürlich als sehr fitter Mensch trotzdem dein Workout hier ausüben kann, weil du kannst ja einfach intensiver in die Muskelspannung. Einmal in der Woche erstmal ausprobieren, ob man sich erstmal die Motivations-CD anhört und sagt, hey, ich kriege erstmal gute Laune, oder ob man gleich mit dem Workout anfängt. Das ist Ihre Entscheidung. Wichtig ist nur, dass jeder Erfolg mit dem ersten Schritt beginnt und den können Sie heute gehen, wenn Sie denn Lust haben. Und was ist das, was wir kriegen? Wir bekommen die CD mit der Musik plus dem Motivationshörbuch. Wir bekommen die DVD, das also ist dann auch total egal. Aber ich natürlich würde in keiner der anderen Sprachen auf Sendung gehen. Aber natürlich strafen Sie Ihren Körper. Und nochmal zurückgekehrt dazu. Wir haben das Workout, wir haben die Motivation, wir haben die innere Balance durch die Yoga- und Pilates-ähnlichen Übungen, die Kate ja auch mit eingebracht hat. Genau. Vielleicht gehen wir nochmal in ein Workout rein. Ich sehe da gerade, dass wir Feuer anliegen haben. Feuer ist herrlich. Guck mal. Sport tut sowieso nie weh. Ja? Das ist immer das gut, Spaß. Wenn man was für den Körper tut. Man kriegt einen besseren Körperhaltung. Man strahlt was anderes aus, was Positives. Und das reflektiert sich immer zurück. Das kriegen Sie nach Hause alles sofort, was Sie hier tun. Also es ist nicht erst eine Stunde vergeudet. Das ist ja alles kostbare Lebenszeit. Also auch die 25 Minuten, die wir hier opfern, in Anführungszeichen. Sie tun was für sich. Und wenn es Ihnen gut geht, dann geht es allen um Sie herum auch mit gut. Denn was haben wir denn davon, wenn wir schon so hängen? Wie soll es denn den anderen gehen, wenn wir so hängen? Seien Sie mal ehrlich. Tun Sie sich und der ganzen Familie, Ihrem Freundeskreis einen Riesengefallen. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Genau. Detlef, ihr seid die Besten, Kate, ihr seid die besten Motivatoren, das ist das Vielen Schöne Dank. Daran. Wir haben im Grunde unseren Coach jetzt,